Hallo, ich bin der Daniele, komme aus Chemnitz, betreibe seit 16 Jahren Eisschnelllauf und bin 27 Jahre alt und spiele oft in meiner Freizeit gerne Online-Spiel. Die Gemeinsamkeit zwischen Eisschnelllauf und Online-Spielen ist eigentlich vordergründig die Konzentration, weil ich muss am Start beim Eisschnelllauf muss alles haargenau passen, gerade im Sprintbereich, da geht es vom ersten Meter weg, muss jeder Schritt sitzen und bei den Online-Spielen, ich nehme es jetzt mal Billard, da geht es auch sehr um Konzentration. Gerade wenn man sich mal verhaspelt, muss man halt wirklich sich darauf konzentrieren, dass es halt vielleicht im nächsten Moment wieder passt. Also mein typischer Tag sieht so aus: Aufstehen, frühstücken, dann Vorbereitung auf das Training, Sachen packen, dann geht es schon zum Training, meist so im Vormittag 3 Stunden. Und dann wird das Training, nach dem Training wird nochmal die Einheit besprochen, dann Mittagessen, dann ist kurze Zeit zur Regeneration, dann nachmittags nochmal so 4 Stunden Training und dann gehe ich platt und geschafft meist nach Hause. Ja, ich spiele eigentlich hauptsächlich online, um abends wirklich mal abschalten zu können. Sicherlich macht es Spaß, gegen den einen oder anderen Gegner anzutreten, das Duell aufzusuchen, wie im Sport. Und halt, wenn der Erfolg da ist, macht es halt immer Spaß. Ich spiele bei Genwell Billard, Dart und seit kürzerem Mau Mau und Hagel. Ich bin Daniele, ich suche das Duell und mein Nickname ist Eisbär.